Ja, der Bitcoin zu Wochenbeginn wieder unter Druck geraten. Kurzzeitig ging es Richtung 18.000 Dollar und das US-Brokerhaus Goldman Sachs glaubt, dass das nur der Anfang war. Diese Leute hatten einen Crash auf 12.000 Dollar für wahrscheinlich, aber nicht, weil Ripple-Cheftechnologe David Schwarz einen möglichen Fehler im Bitcoin-Netzwerk vermutet, sondern aus anderen Gründen. Und genau darüber sprechen wir gleich nach dem Intro. Herzlich willkommen zu unserem YouTube-Kanal GitReport. Bei uns geht es um die Themen Bitcoin und Co. einfach erklärt. Ja, in der Vorwoche sorgte Ripple-Cheftechniker David Schwarz für Aufregung, denn er hat gemeint, dass es sehr wahrscheinlich sei, dass im Bitcoin-Quellcode noch ein Bug drin wäre, den bislang noch niemand entdeckt hat. Und er hat darauf verwiesen, dass ein solcher Fehler dazu führen könnte, dass hier zusätzliche Coins quasi aus der Luft gedruckt werden könnten. Er verweist dabei unter anderem auf einen Zwischenfall aus dem August 2010, also ist über 12 Jahre her, zu den Anfangszeiten von Bitcoin. Und damals wurde ein sogenannter Overflow-Bug entdeckt. Und dieser Fehler hätte dazu führen können, dass bis zu 184 Milliarden Coins zusätzlich gedruckt werden hätten können, also zu diesen 21 Millionen Einheiten, auf die der Bitcoin begrenzt ist. Und das hätte sicherlich das Vertrauen in den Bitcoin maßgeblich beschädigt. Allerdings ist es so, dass dieser Bug relativ schnell gefunden wurde, und zwar von Bitcoin-Entwickler Jeff Garzik, der da gleich reagiert hat. Und dieser Fehler wurde dann auch gleich mittels Software-Update, also mittels Softfork, behoben, sodass letztendlich niemand diesen Fehler ausnutzen hat können. Und David Schwarz verweist darauf, dass in den letzten Jahren immer wieder Fehler im Bitcoin-Netzwerk gefunden wurden, zum Beispiel auch zuletzt im Lightning-Network. Hier hat ein Fehler dazu geführt oder hätte dazu führen können, dass ein potenzieller Angreifer hier Funds aus dem Lightning-Netzwerk stehlen hätte können. Aber auch dieser Fehler wurde rechtzeitig gefunden und auch behoben. Aber ihr seht schon, Software ist eben nicht hundertprozentig perfekt, und das habe ich auch schon in einem oder anderen Video erwähnt und gesagt. Es wird hier immer wieder Fälle geben, wo einfach die Entwickler nachbessern müssen, und das wird auch im Bitcoin-Netzwerk nicht anders sein. Allerdings ist es so, dass das Bitcoin-Netzwerk bereits seit über 12 Jahren quasi ausfallfrei läuft und viele Entwickler über diesen Quellcode wachen und auch nach Fehlern suchen. Und auch für die Hacker ist der Anreiz natürlich auch sehr groß, hier Fehler zu finden, denn das Bitcoin-Netzwerk war ja teilweise über eine Billion Dollar wert. Also hier geht es um einen großen Pot, den man hier theoretisch knacken könnte, aber das ist bislang nicht passiert. Die Bitcoin-Blockchain ist bislang noch nie gehackt worden, und daher ist es eher relativ unwahrscheinlich, dass nach so einer langen Zeit noch wirklich ein großer Bug in diesem Quellcode wäre, der das Netzwerk zu Fall bringen könnte. Und das gesteht auch David Schwarz ein, der abschließend gemeint hat, ja, langfristig orientierte Anleger müssen hier eigentlich nichts befürchten, denn es ist doch dann relativ unwahrscheinlich, dass hier letztendlich noch ein großer Fehler gefunden wird. Die Analysten von Goldman Sachs sehen dann auch nicht etwaige technische Fehler für einen möglichen Bitcoin-Crash auf 12.000 Dollar verantwortlich, sondern sie verweisen auf die makroökonomischen Entwicklungen in Form von schnell steigenden Zinsen, die ein Problem für den Kryptomarkt sein könnten. Und darüber sprechen wir gleich noch. Zunächst ein kurzer Blick auf den Bitcoin-Chart. Denn wie gesagt, gestern ging es Richtung 18.000 Dollar. Und wie es momentan mit dem Bitcoin-Kurs aussieht, das schauen wir uns jetzt auf meinem Bildschirm an. So, wir sehen hier den Bitcoin-Chart in US-Dollar. Die Preise kommen von der Kryptobörse Bitstamp. Und heute ist der 20. September am Dienstagvormittag. Und wir können den Bitcoin-Kurs etwas schwächer bei 19.359 Dollar sehen. Und ich hatte ja im letzten Bitcoin-Video erwähnt, dass diese Unterstützung, die ich bei 18.650 Dollar eingezeichnet habe, in akuter Gefahr ist. Also auch selbst wenn der Bitcoin auf 22.000 Dollar steigen würde, wäre dieser Abwärtstrend nicht beendet. Und genau das ist passiert. Also der Bitcoin ist im Prinzip an diese 50-Tage-Linie herangelaufen, bei über 22.000 Dollar dann geblockt worden. Und zuletzt haben wir diese Unterstützung bei 18.650 nochmal getestet. Genauer gesagt ist der Bitcoin am Montag in der Früh auf 18.232
Dollar gefallen, also kein gutes Zeichen. Zwar haben sich die Kurse in den letzten Stunden wieder erholt, der Bitcoin hat die Marke von 19.000 Dollar zurückerobern können, aber das ist keine gute Ausgangsposition, denn wie wir hier sehen, befindet sich der Bitcoin sowohl unter dem MA25, das ist der einfache 25-Tage-Durchschnitt, als auch unter dem MA99, das ist der 100-Tage-Durchschnitt. Und damit sich diese charttechnische Situation für den Bitcoin wieder verbessert, müsste der Bitcoin meiner Meinung nach auf Wochensicht deutlich über die Marke von 22.000 Dollar schließen. Danach sieht es derzeit aber nicht aus, dass der Bitcoin diese Kraft hätte, denn hier im Trendfolgeindikator MACD deutet sich ein Bearish Crossover an und das würde eher für eine weitere Konsolidierung sprechen und auch das oder der RSI, der relative Stärkeindex, sieht hier nicht wirklich stark aus. Im Gegenteil, ich würde das eher leicht bearish werten. Und das bedeutet, dass der Bitcoin momentan nicht überverkauft ist, also noch Luft nach unten hätte. Und ich denke, dass der RSI erst dann eine überverkaufte Situation signalisiert, wenn wir Richtung 17.000 Dollar fallen. Und das ist eben dieses kurzfristige Abwärtspotenzial, das hier auf jeden Fall noch besteht, auch wenn das Umbalancevolumen UBV zuletzt einen Abtick gemacht hat. Aber insgesamt sehen wir einen Abwärtstrend und das bedeutet, dass die Großinvestoren wohl diesen Kursabwärtstrend nach unten wohl etwas gekauft haben, vorsichtig zugekauft haben, aber insgesamt sich eher noch mit großen Käufen zurückhalten. Das sehen wir auch im Jackie Moneyflow, im CMF, das zwar in den positiven Bereich gelaufen ist, also hier hat sich in den letzten Tagen wieder leichter Kaufdruck aufgebaut, aber letztendlich fehlt das Momentum. Das ist das 50-Tage-Momentum, das hier weiter konsolidiert und damit fehlen letztendlich die Anschlusskäufe, um den Bitcoin nachhaltig nach oben zu treiben, an diese 50-Tage-Linie wieder nach oben zu bringen und damit sieht das Ganze nach wie vor nicht besonders gut aus. Tut mir leid, dass ich euch hier nicht etwas Besseres erzählen kann. Wir haben hier einen Lichtblick in Form des Trendfolgeindikators MACD auf Wochensicht, der hier einen Bullish Crossover geliefert hat und das ist immer noch aktiv, nämlich am 1. August. Und das würde tendenziell dafür sprechen, dass dieser Abwärtstrend möglicherweise zu Ende geht, aber dem steht dieses Bearish Crossover im Monatschart vom 1. Januar nach wie vor gegenüber und solange wir hier keine Trendwende sehen im langfristigen Bereich, solange ist diese Bodenbildungsphase in meinen Augen in Gefahr. Also der Bitcoin befindet sich nach wie vor in einem Abwärtstrend, das muss man glaube ich so sagen und das hat auch zuletzt Capriol-Gründer Charles Edwards festgestellt, also Bitcoin ist hier in diesem Abwärtstrend quasi gefangen. Allerdings verweist er auch darauf, dass es einige positive Signale, On-Chain-Daten gibt, die darauf hindeuten, dass der Bitcoin tendenziell unterbewertet ist. Also er verweist hier auf die typischen Bitcoin-Zyklen, die wir alle paar Jahre immer wieder sehen, also nach und vor dem Halving. Wir können hier sehen, nach dem Halving ging es parabolisch zeitweise mit dem Bitcoin immer nach oben. Anschließend folgte eine Korrekturphase, das ist diese rote Phase. Dann haben sich die Kurse stabilisiert wieder und nach dem nächsten Halving ging es dann wieder parabolisch nach oben. Wieder eine Korrekturphase, dann eine Stabilisierung und dann, wie gesagt, Mai 2020 war ja das letzte Halving. Dann anschließend wieder parabolisch nach oben. Wir waren ja über 68.000 Dollar. Der Chart endet hier und momentan befinden wir uns in dieser roten Phase, in dieser Korrekturphase. Der Bitcoin ist ja wieder auf unter 20.000 Dollar zurückgelaufen und das ist das, was Charles Edwards hier anmerkt. Also wir haben ja bereits 90% dieses normalen Drawdowns, den wir ja immer wieder sehen, hinter uns und er verweist darauf, dass eben verschiedene On-Chain-Daten, wie zum Beispiel das Meyer-Multiple oder das Poole-Multiple, hier signalisieren, dass der Bitcoin einfach historisch günstig bewertet ist. Also zum Beispiel das Meyer-Multiple. Und hier geht es vor allem um diese grüne Linie. Also immer dann, wenn der Bitcoin auf dieser grünen Linie aufsetzt, war diese Kryptowährung in der Vergangenheit immer sehr günstig bewertet. Also Anleger, die hier gekauft haben und hier sind hier sehr gut gefahren. Also dieser Indikator zeigt hier eine mögliche
überverkaufte Situation an und auch das Poor Multiple. Hier geht es darum, dass man quasi den Wert der Bitcoin misst, die hier in den Markt kommen. Also momentan ist der Bitcoin hier günstig bewertet, immer dann, wenn dieser Indikator in diese grüne Zone läuft. Immer dann ist der Bitcoin tendenziell historisch gesehen eher unterbewertet und dieser Indikator hat auch in der Vergangenheit recht gut funktioniert für die Investoren. Alle Anleger, die hier zugegriffen haben, sind in der Vergangenheit damit gut gefahren und das hat zwar in der Vergangenheit funktioniert, aber das muss nicht heißen, dass es auch in der Zukunft gut funktionieren wird. Also es gibt keine Garantie, aber momentan kann man, glaube ich, sagen, dass der Bitcoin historisch gesehen günstig bewertet ist. Das aber verhindert nicht, dass die Kurse noch weiter fallen können. Also Bitcoin vorerst gefangen im Abwärtstrend, auch wenn einige On-Chain-Daten darauf hindeuten, dass der Bitcoin aktuell schon unterbewertet ist. Aber das verhindert natürlich nicht, dass der Bitcoin nicht noch weiter fallen könnte. Und auf dieses Risiko weisen insbesondere die Analysten von Goldman Sachs hin, dass vor allem schnell steigende Zinsen dazu führen könnten, dass eben weiter Geld aus risikoreichen Anlageklassen abgezogen wird. Und da gehört eben auch der Bitcoin dazu, der in die Anlageklasse Kryptowährungen fällt, keine Frage. Und die Goldman-Analysten gehen davon aus, dass durch die steigenden Zinsen der US-Aktienmarkt nochmal um 26% einbrechen könnte. Und hier ist natürlich auch der Kryptomarkt betroffen, weil eben Kryptowährungen sehr stark zuletzt mit dem Technologieindex Nasdaq korreliert haben. Und da ist eben die Gefahr da, dass eben ein schwacher Aktienmarkt den Kryptomarkt mit nach unten reißt. Und das glauben wohl offenbar auch einige große Anleger. Ich blende mal diese Grafik ein. Und hier sieht man, dass sich vor allem institutionelle Anleger zuletzt auf der Short-Seite positioniert haben. Und das kann natürlich auch für die Kunden von Goldman Sachs gelten, die hier auf fallende Bitcoin-Kurse sozusagen setzen. Und daher sind die Äußerungen von Goldman Sachs natürlich mit einem gewissen Abstand, mit einer gewissen Vorsicht zu betrachten. Die größte Gefahr für den Bitcoin ist in meinen Augen, dass die US-Notenbank mit Zinserhöhungen nach oben übertreibt, also dass wir ein sogenanntes Overshooting sehen. Das war ja teilweise auch in der Finanzkrise im Jahr 2007, 2008 der Fall, als die US-Notenbank die Zinsen zu schnell, zu stark angehoben hatte und damit viele Immobilienanleger auf den falschen Fuß erwischt hatte. Denn damals war die Bankenaufsicht noch relativ lasch. Banken haben an Leute Kredite vergeben, die nicht wirklich kreditwürdig waren, also sich die Immobilien nicht wirklich leisten konnten. Und als dann die Zinsen deutlich gestiegen waren, blieb dann letztendlich der Schuldendienst aus. Die Leute konnten die Zinsen nicht mehr bezahlen und viele Banken sind dann auf faulen Krediten sitzen geblieben. Das hat dann letztendlich zur Lehman-Pleite geführt und auch viele Banken mussten dann vom Staat gerettet werden. Und letztendlich ist so die Finanzkrise entstanden, die auch den Finanzmarkt ganz gehörig unter Druck gebracht hat. Und das ist im Moment die Gefahr, dass eben eine solche Finanzkrise in einer anderen Form wiederkommen könnte. Und darüber sprechen wir jetzt noch gleich. Also die Bankenaufsicht in den USA hat sich natürlich seit der letzten Finanzkrise verbessert. Die Kredite werden nicht mehr so leicht an Leute vergeben, die keine Sicherheiten vorlegen können. Aber dennoch ist es so, dass der Schuldenstand der privaten Haushalte in den USA weiter gestiegen sind. Hierzu gibt es eine Statistik der Federal Reserve Bank of New York herausgegeben Anfang August. Und aus dieser Statistik geht hervor, dass die Schulden der privaten Haushalte zuletzt über die Marke von 16 Billionen US-Dollar gestiegen sind. Also wir reden hier nicht über Milliarden, sondern über Billionen US-Dollar. Und dazu gehören einfach Autokredite, Kreditkartenschulden und so weiter und so fort. Und das Besorgniserregende ist, dass eben der Schuldenstand ohne Berücksichtigung des Wohnungsbaus ebenfalls um 103 Milliarden Dollar gewachsen sind. Also das ist der größte Anstieg seit 2016. Und ich denke, dass sich jeder vorstellen und ausmalen kann, was das bedeutet, wenn die Zinsen zu schnell, zu stark steigen, dann werden diese Leute wahrscheinlich Probleme bekommen, ihren Schuldendienst zu leisten. Ein weiteres großes Problem sehen Aufsichtsbehörden derzeit außerhalb des traditionellen Bankensystems. Und zwar geht es hier um diese Private-Equity-Branche, die in den letzten Jahren unglaublich stark geboomt hat. Inzwischen verwaltet diese Branche Assets im Wert von 8,3 Billionen Dollar. Und das Problem hier ist, dass
offenbar viele Hedgefonds ein hohes Kreditvolumen an private kleine Firmen vergeben haben, und zwar deswegen, weil hier die Aufsicht relativ lasch ist, diese Asset Manager auch relativ freie Hand haben, in was sie investieren können, und deswegen hat sich auch dieser Markt für private Unternehmensschulden sozusagen in den letzten Jahren von 2015 bis 2020 mehr als verdoppeln können auf über $1 Billion. Und wenn hier natürlich Zahlungsausfälle drohen aufgrund von höheren Zinsen, Wirtschaftskrisen und so weiter, dann könnte das die nächste große Finanzkrise auslösen, weil einfach hier sehr viel Geld im Feuer steht. Was hat das jetzt alles mit dem Bitcoin zu tun? Es ist relativ einfach. Wenn wir nochmal eine solche schwere Finanzkrise bekommen, dann wird das nicht spurlos am Aktienmarkt vorbeigehen. Dann könnten diese Kursverluste, die wir in den letzten Wochen und Monaten gesehen haben, nur der Anfang sein. Und das würde letztendlich dann auch den Kryptomarkt irgendwo betreffen. Das ist auch ganz klar, das kann sich jeder vorstellen. Ich bin jetzt kein Crash-Prophet und möchte hier keinen Teufel an die Wand malen, nur sollte man diese Risiken im Hinterkopf behalten. Ich bin eher Optimist und hoffe, dass die Notenbank aus den Fehlern der letzten Jahrzehnte gelernt hat und etwas behutsamer vorgehen wird, um möglicherweise eine harte Landung zu verhindern, damit die Weltwirtschaft nicht in eine schwere Rezession rutscht. Und ob das gelingt, das werden wir erst in den nächsten Monaten sehen. Noch ein kurzes Fazit zu diesem ganzen Thema. Also das Umfeld für spekulative Assets bleibt in den nächsten Monaten weiter sehr schwierig, keine Frage. Ich denke aber, dass diese Zinserhöhung der US-Notenbank von 0,75%, die wir in dieser Woche wahrscheinlich bekommen werden, schon im Markt eingepreist ist. Wenn wir eine höhere Zinserhöhung von 100 Basispunkten bekommen, dann könnte das nochmal für Druck auf die Finanzmärkte sorgen und damit letztendlich auch den Kryptomarkt und den Bitcoin treffen, auch keine Frage. Wie es mit dem Bitcoin nach der US-Zinserhöhung weitergeht, genau darüber sprechen wir am kommenden Samstag in unserem Krypto-Report. Und wenn ihr noch nicht angemeldet seid, dann ist das die Gelegenheit jetzt dazu, denn dann bekommt ihr auch die Gewinner und Verlierer kostenlos in euer E-Mail-Postfach. Also kurzfristig bleibt der Markt schwierig für langfristig orientierte Bitcoin-Anleger, die einen Anlagehorizont von 2-3 Jahren oder länger haben. Könnte das aktuelle Kursniveau bereits eine Kaufchance bieten, aber das ist wie gesagt nur meine private Meinung, keine Anlageberatung. Dann interessiert mich eure Meinung zu diesem ganzen Thema. Seht ihr durch diese steigenden Zinsen ein Problem für den Bitcoin? Bitte kurz unten in die Kommentarliste. Ansonsten hätte ich mich über einen Daumen hoch gefreut, wenn euch das Video geholfen und gefallen hat. Und ihr könnt natürlich auch wie immer an dieser Stelle meinen Kanal abonnieren und das Glöckchen drücken. Dann werdet ihr informiert, wenn wieder ein neues Video von mir erscheint. Im nächsten Video am kommenden Donnerstag geht es dann voraussichtlich um Ripple. Dieser Rechtsstreit mit der US-Wertpapieraufsichtsbehörde SEC scheint sich jetzt dem Ende zu nähern. Außerdem möchte ich euch in den nächsten Wochen noch einen Newcomer vorstellen. Dieses Krypto-Projekt ist derzeit relativ beliebt bei den Venture-Kapitalgebern und ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei am kommenden Donnerstag und schaut wieder rein. Bis dahin sage ich schon einmal vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bleibt vor allem gesund. Bis zum nächsten Video.